Nun der Mann und sein Handeln. Ich möchte hier einen Bibelvers vorne wegschicken, da heißt es, die Bahn des Rechtschaffenen ist darauf gerichtet, sich vom Bösen fernzuhalten. Wer auf seinen Wandel Acht gibt, behütet seine Seele. Ich bin aufgewachsen am Pfäffikersee. Und wenn man da einen Stein ins Wasser wirft, zieht ein Stein seine Kreise. Ich will damit sagen, unser Handeln hat immer seine Spuren. Entweder im Positiven oder im Negativen. Ich bin als Jugendlicher sehr gerne Ski gelaufen. Heute mache ich es nicht mehr, weil es mir zu gefährlich geworden ist, weil ich kenne keine Grenzen. Weil das letzte Mal, als ich noch Ski gelaufen bin, bin ich so schnell runtergefahren, hat es mich so verrührt. Es geht nicht mehr. Da konnte ich alles suchen, meine Skier, meine Brillen und so weiter. Habe gesagt, nee, das ist vorbei. Aber was Schönes ist es doch, wenn man so ganz so einen Schnee hat, wo noch niemand runtergefahren ist. Tiefschnee. Und dann schauen wir zurück und dann sieht man seine Spur. Und sowas, jeder Mensch hinterlässt seine Spuren. Und in meinem Leben habe ich Menschen erlebt, besonders auch Männer, die haben in meinem Leben Spuren hinterlassen, und zwar Segensspuren. Ich möchte ganz kurz drei erwähnen, ohne Namen, ihr kennt sie wahrscheinlich auch nicht. Aber da war ein Mann, ein Riese, echt ein Riese, 2 Meter, vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Und er hatte Hände riesengroß wie Schraubstöcke. Ein ehemaliger Rocker, hat sich bekehrt zu Jesus Christus, ein richtiger Motorradfan, deswegen habe ich mich auch gefreut, als ich das gesehen habe draußen, so eine schöne Halle. Das ist echt was Schönes. Und dieser Mann, der brannte für Jesus, der hat so für Jesus gebrannt, das war nur schön. Dann erinnere ich mich auch gerne an einen alten Mann. Sein Rücken, der war gekrümmt von der Arbeit, seine Hände voller Schwillen, seine Beine wollten nicht mehr so. Und doch, wenn man mit ihm unterwegs war, wenn man mit ihm Kontakt hatte, sein Mund war so voller Jubel, so voller Dank, so voller Anbetung. Sein Leben war ein Preis des ewigen Gottes. Da war da noch ein Dritter, ein ehemaliger Angestellter einer großen Bank, viel in der Welt herumgereist, in den Teppichetagen dieser Welt zu Hause. Und wenn man mit ihm Kontakt hatte, da war eine Herzlichkeit. Ein freudiges Wesen und er hat gestrahlt von Jesus. Diese Männer haben in meinem Leben Segensspuren hinterlassen. Und diese Männer haben in mir auch den Wunsch geweckt, sie alle drei sind schon beim Herrn Jesus schon ganz lange, aber sie haben in mir den Wunsch geweckt, so ein Mann, wie die waren, solch ein Mann möchte ich auch einmal sein. Und zwar ein Mann mit einer Last für eine verlorene Welt. Ein Mann, auch wenn ich alt werde und vielleicht mit dem Rollator hier reinkomme oder im Altersheim im Rollstuhl sitze und dennoch voller Gotteslob. Ein Mann geprägt von Jesus. Leider habe ich auch anders erlebt. Männer, die haben immerzu geschimpft. Die waren nie zufrieden und das selbst als Christen. Ich habe Männer erlebt, als ich noch im Beruf gearbeitet habe, da kam ein schmutziger Witz nach dem anderen. Die haben geprahlt mit ihrem gottverachtenden Lebensstil. Als Gott den Menschen schuf, da sagt uns die Bibel, da war alles sehr gut. Wisst ihr, wir Männer, wir haben durch den Sündenfall die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben unsere Bestimmung, sind wir verlustig gegangen. War nicht der Auftrag Gottes an uns Männer zu herrschen, zu bauen, zu hegen, zu pflegen, zu verwalten und zu gestalten? Die Bibel sagt es so. 1. Mose 1,26, da sagt der lebendige Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Und Adam heißt ja Mensch. Lasst uns einen Adam machen. Ein Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel
und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Und wenn jemand herrscht, heißt das, dass er selber sich auch beherrscht. Das ist der Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, dass wir herrschen, bebauen, hegen, pflegen. Aber leider hat die Sünde kaputt gemacht und wir herrschen nicht mehr. Wir sollten eigentlich bebauen, aber die Sünde hat zerstört. Wir sollten regieren, aber wir werden regiert. Männer braucht die Zeit. Kennt ihr den Liederdichter Herbert Grönemeyer? Okay, nicht ganz unbekannt. Da singt er, und zwar in einem Lied, das nicht über alle Zweifel erhaben ist, aber da singt er: Männer führen Kriege. Männer sind schon als Baby blau. Männer rauchen Pfeife. Männer, die sind furchtbar schlau. Männer bauen Raketen. Männer machen alles ganz genau. Männer haben es schwer, nehmen es leicht. Außen hart und innen weich, werden schon als Kind auf Mann geeicht. Und dann kommt immer wieder der Refrain, wo er sagt: Wann ist ein Mann ein Mann? Ja, wann ist ein Mann ein Mann? Und eine linke Politikerin hat diese Frage sich auch gestellt. Eine linke Politikerin und Feministin, und sie sagt dann: Warum werden Amokläufe fast nur von Männern begangen? Warum sind es mehrheitlich Männer, die häusliche Gewalt ausüben? Wieso waren 2007 93,4% der Beschuldigten bei schweren Gewaltdelikten Männer? Dann sagt sie: Weil wir ein Männerproblem haben. Also das wurde veröffentlicht am 24.11.2018. Und dann sagt sie und gibt folgenden Ratschlag: Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, müssen wir unser Bild von Männlichkeit verändern und Geschlechterstereotypen auflösen. Sie sagt: Ich will Männer, die Lippenstift zur Arbeit tragen können, wenn ihnen danach ist. Dann sagt sie: Ich will, dass Kinder, egal welchen Geschlechts, im Feenkostüm Fußball spielen dürfen, wenn sie darauf Lust haben. Ich will in Filmen mehr weinende Männer und fluchende Frauen. Ich will und so weiter und so weiter und so fort. Das sagt diese linke feministische Politikerin. Ja, hat vielleicht Herbert Grönemeyer doch recht? Wann ist ein Mann ein Mann? Ist dann ein Mann, wenn er stundenlang seinem Hobby frönt? Ich habe leider christliche Männer kennengelernt, wenn sie nach Hause kamen, zuerst einmal in ihren Hobbykeller und dort 1-2 Stunden ihrem Hobby gefrönt. Ist dann ein Mann beim Fußballmatch oder Hockey? Ist dann ein Mann, wenn er seine Sexualität befriedigt? Wenn er mit seiner Fernbedienung durch alle Sender zappt? Ich mache es auch. Oder mit einem Whisky in der Hand, um seine Sorgen runterzuspülen. Ist dann ein Mann ein Mann? Wann wird ein Mann ein Mann? Nämlich ein Mann wird dann zu einem Mann, wenn ein Mann anfängt, sich im Lichte Gottes zu sehen. Und anfängt, sich mit dem Bild Gottes zu vergleichen, das Gott für den Mann gedacht hat. Dann wird ein Mann, wenn ein Mann anfängt, sein Leben von Jesus Christus prägen zu lassen. Und wenn das Wesen des Herrn Jesus einen Mann prägen kann, bestimmen kann, umändern kann, verändern kann, und eben diese Männer, die ich am Anfang, diese drei, die ich erwähnt habe, deren Leben war geprägt von Jesus Christus. Diese Männer, die waren nicht künstlich fromm. Die waren nicht geistlich abgehoben. Die haben nicht auf Wolke 7 geschwebt. Die waren ganz normale Männer. Eben wie schon gesagt, der eine liebte schwere Motorräder. Der andere war mit Leib und Seele war der Bauer. Und der andere liebte es, vom Turm im Hallenbad zu springen.
Er liebte es, das Leben. In ihrem Charakter waren die total unterschiedlich. Der eine, wenn der in den Saal reinkam, hat man gerade gemerkt, der ist präsent. Der ist da. 2 Meter, ein Riese, laute Stimme, dominierend. Der andere war ein Stiller, eher zurückgezogen, erdverbunden. Und der andere ein Gentleman. Der hat sogar noch, wenn man das Licht ausgeschaltet hat, hat er das Taschentuch genommen und vor dem Mund gehalten, wenn er genossen hat. Er war ein Gentleman. Und das Schöne ist, alle drei waren mit Jesus unterwegs. Alle drei waren von Jesus Christus geprägt. Alle drei hatten eine echte, tiefe, lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Wisst ihr, Christsein hat nichts zu tun mit Theorie. Klar, man braucht Theorie, aber Christsein wird immer praktisch. Diese drei Männer, sie waren in der Bibel im Wort Gottes zu Hause. Diese drei Männer, für sie war Gebet kein Fremdwort. Und man kann übrigens auch auf der Halle kann man beten. Im Zug, bei der Arbeit. Für sie war ihr Handeln bestimmt von einer großen Frage, was würde Jesus tun? Oder es gibt diese, diese Handbänder, wo es draufsteht, what would Jesus do? Aber viele tragen dieses Handband, aber sie leben nicht entsprechend. Diese drei Männer, sie lebten. Dabei, Gott will keine Supermänner. Gott will keine Überflieger. Gott sucht Männer, so wie du und wie ich, die einfach wissen, ich brauche einen Erlöser. Die erkannt haben, ich bin verloren. Die erkannt haben, meine Sündhaftigkeit hat mich von Gott entfernt. Gott will Männer, die sich eingestehen können, dass sie Hilfe brauchen. Und das fällt vielen Männern schwer. Ich brauche Hilfe. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Ich brauche Vergebung. Ich brauche die Wegweisung Gottes durch sein Wort. Ich brauche täglich die Führung und Leitung durch seinen Heiligen Geist. Wir brauchen mehr als alles andere heute, brauchen wir Männer nach dem Herzen Gottes. Und solche Männer, die haben ihren Stolz am Kreuz des Herrn Jesus abgelegt. Diese Männer, die gehen jeden Tag unter das Kreuz und sagen, Herr Jesus, danke dafür, dass ich mit dir beerdigt, begraben sein darf. Danke, Herr Jesus, dass ich nicht mehr herrschen muss oder beherrschen, besser gesagt, sondern dass ich dienen darf, und zwar in dem Umfeld, wo du mich hingestellt hast. Wenn sie verheiratet sind, in der Ehe, in der Familie, dienen auch im Beruf. Männer, die dienen, sind auf den Spuren des Herrn Jesus. Er selber war der größte Diener. Der Herr Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Echte Männer der Bibel sind Männer, die eingestehen können, ich brauche einen Erlöser, weil ich es selber nicht schaffe. Es sind Männer, die zum Herrn Jesus gekommen sind und immer wieder kommen, die dem Herrn Jesus ihr Fehlverhalten, ihre Sünde ablegen. Es sind Männer, die wissen, durch die Wiedergeburt wohnt nun der Herr Jesus in meinem Herzen. Bist du ein Kind Gottes? Kannst du sagen, Jesus wohnt in mir? Was für ein Geschenk, wenn du sagen kannst in Epheser 3, Vers 17, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Und wenn das so ist, dann ist dein Leben ein tägliches Abenteuer. Wenn ich am Morgen aufstehe, fängt dieses Abenteuer schon an. Ich schwinge meine Beine aus dem Bett und Herr Jesus, danke dafür, dass ich jetzt ganz bewusst mit dir durch diesen Tag gehen darf. Alleine schaffe ich es nicht. Es sind Männer, die sich ganz bewusst Zeit nehmen, um Gottes Gedanken für diesen Tag, für ihr Leben, für ihre Zukunft entdecken. Die Bibel aufschlagen und sagen, Herr Jesus, ich möchte eine Begegnung haben mit dir. Ihr Gebet und ihr Wunsch ist es, dass Gott zu ihnen reden kann durch sein Wort, lebendig gemacht durch seinen Heiligen Geist. Und diese Männer, die haben auch einen großen Wunsch, Herr Jesus, ich möchte,
dass mein Leben verändert wird. Ich möchte, wenn ich 80 Jahre alt werden sollte, oder 90, oder 100, oder nur 64, spielt alles keine Rolle. Aber ich möchte, dass ich verändert werde und nicht so bin und bleibe, wie ich heute bin. Ich möchte das, Herr Jesus. Und deswegen, Männer, die wirklich mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, haben den tiefen Wunsch, geweckt durch Gottes Wort, geweckt durch den Heiligen Geist, Herr Jesus, ich möchte, dass du mich veränderst. Und zwar veränderst in dein Bild. Die sich auch immer wieder mal fragen, Herr Jesus, gibt es in meinem Leben Dinge, die dir nicht gefallen? Gibt es Dinge, die du sagen kannst, nein, das ist nicht mir und meinem Wort entsprechend? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er sehnt sich danach, dass sein Charakter, sein Wesen immer mehr Gottes Wort und dem Wesen Christi entspricht. Solche Männer sehnen sich, dass die Herrlichkeit Christi in ihnen Gestalt gewinnt. Es sind Männer, die sich sehnen, biblisch zu denken und biblisch zu handeln. Und deswegen heißt es auch in Römer 12, Vers 2, wo der Apostel Paulus Folgendes sagt: Lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Nun, biblisches Denken und biblisches Handeln kommt nicht von selber. Das muss man lernen, das muss man üben, das muss man praktizieren, und zwar täglich neu. Und zwar so trainieren, dass es ausgeglichen ist. Es gibt ja Männer, die gehen öfters einmal ins Fitnessstudio. Und wenn man den Muskel, den falschen Muskel immer trainiert, dann sieht man manchmal schlussendlich so aus, weil man einen Muskel vergessen hat. Noch nie gesehen? Ja. Trainierst du mit dem Herrn Jesus? Bist du mit Jesus unterwegs? Wir dürfen als Christen lernen, als Männer lernen, biblisches Verhalten einzuüben, zu trainieren und im Alltag praktizieren. Immer und immer und immer wieder neu. Trainierst du schon? Ich kann mich gut erinnern, in meiner Zeit als Verantwortlicher für die Jugendarbeit, da hatten wir in der Jungschar ein Kind aus christlichem Elternhaus. Und das ist immer wieder aufgefallen durch eine Aussprache, die mehr in der Gosse zu Hause war als in einem christlichen Elternhaus. Hat immer wieder mal schmutzige Worte gebraucht, immer wieder mal geflucht. Und wir haben in unserer Jungschar haben wir die Regel, dass wir nicht geflucht, es werden keine schmutzigen Worte gebraucht. Und so habe ich dann dieses Kind einmal auf zur Seite genommen und habe gesagt, du, warum redest du so? Warum brauchst du immer wieder schmutzige Worte aus der Gosse? Mit großen Augen hat mich das Kind angeschaut und gesagt, weißt du, mein Papa redet auch so. In einem christlichen Elternhaus. Wie trainieren wir? Trainieren wir, dass wir selber rein sind in unseren Gedanken, in unseren Blicken und in unseren Worten? Ein christliches Elternhaus heißt noch lange nicht, dass wir auch christlich leben. Das hat zu tun mit Training, und zwar Training dem Wort Gottes, dem Heiligen Geist, Jesus Christus entsprechend. Und so fragen wir uns ja, was bestimmt uns? Oder wir sind doch alle geprägt. Jeder von uns hat ein Elternhaus. Wir sind geprägt vom Elternhaus, wir sind geprägt vielleicht auch vom Arbeitsplatz, das Einfluss nimmt auf uns. Wir werden geprägt und beeinflusst von Freunden, mit denen wir uns umgeben, von den Filmen, die wir anschauen oder auch von der Musik, die wir hören. Was prägt dich? Und denke darüber nach, von dem, wie du dich gibst, wird dein Umfeld auch geprägt. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 28, da sagt er, und er schreibt das an Christen, er schreibt das nicht irgendwie an eine Gesellschaft, sondern er schreibt das an Menschen wie du und ich, an Männer und Frauen. Und er schreibt, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen
und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Warum schreibt es der Apostel Paulus? Warum schreibt er, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen? Weil es für Christen nicht selbstverständlich ist, wenn man gestohlen hat, nicht mehr zu stehlen. Sondern man darf es üben, trainieren, anders zu handeln, anders zu denken, anders zu sein. Wenn ein Dieb sich bekehrt, heißt das nicht automatisch, dass er nicht mehr stiehlt. Wenn einer ein Faulpelz gewesen ist bis zu seiner Bekehrung, heißt es nicht automatisch, dass er nach seiner Bekehrung jetzt plötzlich fleißig ist. Er soll es üben, trainieren. Wenn jemand vor seiner Bekehrung unmoralisch gedacht hat, heißt es nicht, dass er nach seiner Bekehrung moralisch denkt. Man muss üben, entsprechend dem Wort Gottes sich zu verhalten und zu denken. Und wenn du vor deiner Bekehrung Dinge konsumiert hast, Internetpornografie oder irgend sowas, musst du nicht denken, wenn du dich bekehrt hast, dass du das anders machst. Wir dürfen lernen, anders zu denken, anders zu reden, anders zu sehen, anders zu handeln, und zwar Gott entsprechend, sein Wort entsprechend. Wenn du dich bekehrt hast, dann ist etwas ganz Neues in dir entstanden. Ein alter Adam, der ist immer noch da, aber in dir ist etwas ganz Neues. Und das, was ganz Neues ist in dir, ist Jesus Christus. Und deswegen heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was ist das Neue? Ist dieser alte Sack, der Samuel heißt, neu geworden? Nein, ich bin immer noch ein alter Sack. Aber etwas Neues ist in mich hineingekommen, nämlich das heißt Jesus Christus, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus in dir. Und jetzt darfst du lernen, mit dem Herrn Jesus, der in dir wohnt, durch seinen Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, mit ihm unterwegs sein. Du darfst lernen zu trainieren. Wie schon gesagt, wie viele Männer gehen ins Gym? Fitnessstudio. Aber gehen wir auch ins Fitnessstudio Gottes, um dort zu trainieren? Zu trainieren, anders zu reden, anders zu denken, anders zu handeln. Weißt du, dass du, wenn du Jesus gehörst, dass du nicht mehr dir selbst gehörst, sondern Christus? Weißt du, dass du einen neuen Trainer hast, nämlich den Heiligen Geist? Weißt du, dass du ein neues Trainingsprogramm hast, nämlich die Bibel? Und so darfst du anfangen, jeden Tag zu trainieren. Wir hatten einmal eine Studentin bei uns zu Hause, die hatte ein Stipendium bekommen. Sie kam aus Südkorea, eine Musikstudentin. Die war noch keine, ich glaube 16 oder 17 Jahre alt. Und die hat ein Stipendium bekommen und die hat jeden Tag im Minimum 5 Stunden Geigen gespielt. Jeden Tag trainiert. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und so sind wir als Christen, als Männer, die wirklich mit Jesus unterwegs sind, sind wir im göttlichen Trainingsprogramm. Und wie sieht so ein Training oder wie kann so ein Trainingsprogramm aussehen? Was denkt ihr? Vielleicht dazu etwas aus dem eigenen Erleben. Oder viele Menschen denken, ja, der, der da vorne steht, ja, der hat es gut und so, der lebt auf Wolke 7, dem geht es von selbst und so weiter, überhaupt nicht. Wir sind Menschen wie du und ich, nur jetzt stehen wir halt da vorne. Vorhin und hinten im Grill und jetzt hier. Ich weiß noch gut, wir waren noch nicht so lange verheiratet, also eben wie so ein Trainingsprogramm aussehen kann. Und manchmal braucht es einen Trainer, manchmal die eigene Ehefrau. Oder einen lieben Freund. Auf alle Fälle, wir hatten bei uns noch nicht lange verheiratet, hatten wir, oder besser gesagt, ich hatte eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Frau. Mit meiner Frau kann man von sich streiten, aber ich schon. Auf alle Fälle, wir waren beim Abendessen und beim Abendessen bin ich irgendwie,
explodiert, keine Ahnung. Liegt schon eine Weile zurück. Schlussendlich bin ich aufgestanden vom Abendessen, habe das Esszimmer verlassen und habe die Türe hinter mir zugeschlagen. Euch noch nie passiert, hoffe ich, oder? Okay, keine Antwort, ist auch was. Auf alle Fälle, ich bin dann raus und nachdem ich mich wieder etwas beruhigt hatte, runtergekühlt hatte, komme ich wieder zurück, wie wenn nichts gewesen wäre. Meine Frau schaut mich an und nach einer Weile sagt sie, hast du gemerkt, wie du reagiert hast? Genauso, wie du konditioniert wurdest von zu Hause. Weil mein Vater hat das immer getan. Mein Vater hat, wenn ihm etwas zu viel wurde, etwas zu stark wurde, irgendetwas über die Leber gelaufen ist, ist er aufgestanden, hat die Tür hinter sich zugeschlagen, ging weg und kam ziemlich verladen mit Alkohol wieder zurück. Ich war noch nie verladen, keine Angst. Aber die Tür habe ich geschlitzt. Was will ich damit sagen? Das, was uns beigebracht wurde, das, was wir mit dem, wo wir geprägt sind, das prägt uns selbst als Christen. Und wir dürfen lernen, dass wir eben nicht mehr die Türe zuschlagen müssen, dass wir am Tisch sitzen bleiben, dass wir miteinander reden. Vielleicht braucht es ein Time-out. Du Schatz, ich brauche mal 5 Minuten, um runterzukühlen, damit wir reden miteinander. Wir dürfen, und das ist das Schöne, in Gottes Leben Schule sein. Und zwar jeden Tag. Wisst ihr, beim lebendigen Gott ist nicht Hopfen und Malz verloren. Ihr kennt ja den Spruch. Gott passt sich uns an, indem er ein Trainingsprogramm ganz spezifisch für den Samuel hat. Für dein Leben, wenn du Ja sagst. Und Gott möchte, dass du dich veränderst in das Bild, das Gott zeichnet in seinem Wort. Ich darf trainieren, ich darf üben. Und wisst ihr, das Schöne ist, Gott hat mir Menschen zur Seite gestellt. Und Menschen, die mich aufmerksam machen auf Fehler. Und deswegen liebe ich das Lied so. Warum geht es dann nicht als Solo-Christ? Warum kann es allein nicht gehen? Es ist so etwas Fantastisches. Wir haben es immer im Jugendgruppe-Lager haben es immer gesungen, Freddy und ich. Warum geht es denn nicht? Und manchmal brauchst du einen, der die Hand auf die Schulter legt und dich zurück zu Jesus bringt. Und dieser andere kann sein, ein lieber Freund, der Ehepartner, jemand aus der Gemeinde, vielleicht auch ein Arbeitskollege. Vielleicht ist es das Wort Gottes, das zu dir redet, lebendig gemacht durch seinen Heiligen Geist. Und wisst ihr, das Schöne ist, wenn wir bereit sind, Fehler zu eingestehen, hilft der lebendige Gott auch, diese Fehler abzulegen. Und mit der Zeit dürfen wir lernen, diese Fehler nicht mehr zu begehen. Ich musste einiges trainieren, dass ich nicht mehr so reagiert habe. Türe zuschlagen und weglaufen. Aber wir sind mittlerweile 38 Jahre verheiratet und sind immer noch verliebt. Ein riesengroßes Geschenk. Aber ohne Training geht das nicht. Weil das alte Ich, ich sage es mal so ganz provokant, dieser alte Schweinehund, der will nicht sterben. Es ist einfach so, mein alter Ego, das kann ganz gut schwimmen. Dieses alte Ego, der Samuel, der will immer recht haben. Und wenn jemand mir was sagt, meine Frau mir was sagt, ich habe ja recht, ich bin ja der Mann. Und da kommen plötzlich Verhaltensmuster zum Vorschein, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und von denen wir denken, ja, die sind schon lange weg, überhaupt nicht. Der kann sehr schnell schwimmen und schwimmen hinterher. Der alte Adam. Und die Frage stellt sich einfach, bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Umgestalten lassen in das Bild des Herrn Jesus. Bin ich bereit, als ein Mann, der mit Jesus unterwegs ist, in dessen Leben Jesus Christus wohnt, einzugestehen, ja, ich mache Fehler. Ja, ich brauche Korrektur. Ja, ich will mir was sagen lassen. Oft stehen wir leider uns selber im Weg. Und nicht selten unser eigener Stolz. Vielleicht noch mal eine kleine Episode von uns zu Hause. Ich selber bin kein Freund von Süßspeise. Überhaupt nicht. Lieber ein gutes Steak, etwas Salat, bin ich zufrieden.
Auf alle Fälle, eines Abends komme ich nach Hause, die ganze Familie sitzt um den Tisch, alle fröhlich am Essen, gute, schöne, aufgeräumte Stimmung. Und dann kommt der Papa nach Hause, setzt sich hin an den Tisch und dann sehe ich, was es gibt. Grießköpfchen mit Kompott. Und dann rutscht es mir einfach so raus, oh nein, Grießköpfli. Also oh nein, Grießköpfchen, Süßspeise. Und alle unsere Kinder, die schauen mich an und die waren alle fröhlich am Essen und dann macht es plötzlich zack, 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 zack. Alle vier Kinder haben den Löffel hingelegt. Alle vier Kinder. Denn wenn der Papa das nicht isst, dann kann man das nicht essen. Dann schmeckt es nicht, ist nicht lecker. Kinder sind gewohnt, nachzuahmen. Ja, sie vergöttern ein Stück weit den Papa und wenn der Papa sagt, nee, das kann man nicht essen, oh nein, Grießköpfchen, dann essen die das auch nicht. Meine Frau, sie schaut mich an, sie sagt nicht viel, sie sagt nur, du Schatz, können wir nicht ganz kurz in der Küche was besprechen? Ich habe überhaupt nicht geschnallt, was meine Frau will. Manchmal sind wir Männer schon irgendwie etwas auf einer anderen Wolke. Auf alle Fälle, wir gehen miteinander in die Küche. Und dann sagt mir meine Frau und fragt mich, hast du bemerkt, was deine Worte ausgelöst haben? Und da fängt es an zu rotieren. Soll ich jetzt meiner Frau Recht geben? Oder soll ich den alten Adam schwimmen lassen? Schatz, ich habe nichts gemerkt. Soll ich sagen, ja Schatz, vielleicht hast du Recht. Und dann muss ich sagen, ja Schatz, ich habe gemerkt, alle unsere Kinder haben einen Löffel hingelegt und essen nichts mehr. Und dann sagt meine Frau zu mir, aber versuch's doch mal so, einfach ein kleines Experiment. Versuch doch mal, überwinde dich, geh zurück an den Esstisch und tue einmal so, wie wenn Süßspeise dein Leibgericht sei. Tu einfach mal so, mach mal das Experiment. Nach einigem Überwinden habe ich gesagt, okay, wir machen das. Ich bin zurück an den Esstisch und dann habe ich gesagt, wow, Grießköpfe mit Kompott. Schatz, kannst du mir eine große Portion geben? Und ich habe das mit dem höchsten Verzücken, also nur im Gesicht, habe ich das gegessen. Meine Kinder, also unsere Kinder schauen mich an und sagen, was? Der Papa, dem schmeckt das. Also der Papa hat das gern. Und alle die Löffel, zack, 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 Löffel wieder genommen und rein wie die Maschinengewehr. Aber was will ich damit sagen? Sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen? Einfach korrigieren zu lassen, egal von wem. Ob das von unserem Chef ist, von einem Arbeitskollegen, von jemandem aus der Gemeinde oder wenn ihr verheiratet seid, von der eigenen Ehefrau. Es kostet so wenig. Und plötzlich essen die Kinder wieder alles. Faszinierend, oder nicht? Einfach, wenn man bereit ist, ja, Schatz, du hast recht, komm, ich möchte mich verändern, ich möchte mich umgestalten. Und wisst ihr, das Schöne ist, wir haben ja einen Helfer in unserem Leben, den Heiligen Geist. Ich darf mich verändern, ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Und deswegen heißt es auch, in Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen? Ein Mann nach dem Herzen Gottes lässt sich etwas sagen. Kommen wir langsam zum Schluss. Wir haben miteinander gesagt, ein Stein ins Wasser geworfen, zieht seine Kreise. Eine Abfahrt im Neuschnee hinterlässt seine Spuren. Und genauso hat Gott in meinem Leben Männer gegeben und auch Frauen übrigens, die haben eine Segensspur in meinem Leben hinterlassen. Aus unserem Leben können Segensspuren werden, wenn wir als Männer bereit sind, vor Gott unseren Bankrott zu erklären. Herr Jesus, ich kann es nicht. Ich brauche dich. Wir können Männer werden nach Gottes Herzen,
wenn wir täglich seine Vergebung in Anspruch nehmen. Wir können lernen, aus seiner Gnade täglich zu leben. Immer wieder neu, ob wir jetzt ein Banker sind, ein Bauer oder ein Harley-Davidson-Fahrer. Wenn wir anfangen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wir werden Männer nach dem Herzen Gottes, wenn uns das Wort Gottes wirklich die Speise wird jeden Tag. Manchmal sind wir niedergeschlagen, manchmal sind wir traurig, manchmal wissen wir nicht mehr weiter. Aber dann nehmen wir doch die Bibel zur Hand und suchen, Herr Jesus, ich möchte, dass du mir begegnest. Und ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt von der Kanzel, ich habe meine Bibel, gelbe Bibelverse. Wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich traurig bin, wenn ich nicht weiter weiß, dann lese ich nur die gelben Bibelverse, die schönen. Mir zur Ermutigung werden wir Männer doch, die immer wieder neu stille werden im Gebet. Und es bedeutet nicht, dass ich unbedingt jetzt stundenlang auf den Knien bin. Aber vielleicht ziehst du dich zurück. Vielleicht gehst du an einen Ort, wo du alleine bist. Und dann redest du mit deinem Herrn, mit deinem Erlöser, mit deinem Gott. Und schüttest dein ganzes Herz vor ihm aus. Die Bibel sagt uns, schüttet euer Herz vor ihm aus, ihr lieben Leute, ihr lieben Männer. Männer, die nach dem Herzen Gottes sind, die bergen sich in all ihrer Schwachheit bei ihm, bei ihrem Erlöser. Und sie rechnen in allen Lebenslagen ganz bewusst mit Jesus Christus. Es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass wir das alles werden dürfen. Wir sind in einem Trainingsprogramm. Und dieses Trainingsprogramm geht so lange, bis sich der Sargdeckel über uns schließt. Und deswegen, wenn es heute nicht klappt, lass dich nicht entmutigen. Geh weiter mit Jesus, kehre zurück unter das Kreuz. Sag ihm dein Versagen, deine Schuld, deine Not. Rede mit ihm. Und dann steh fröhlich und getrost auf und geh weiter mit dem Herrn Jesus. Du bist im besten Trainingsprogramm. Du bist im Trainingsprogramm des lebendigen Gottes. Und wenn du das bist, dann wird dein Wesen verändert und umgestaltet, weil Gott dich verändert, weil er sein Wesen in dich hineinprägt, weil er dich gebraucht zu seiner Ehre, in all deiner Schwachheit, in deiner Begrenzung. Und dann wirst du ein Wohlgeruch an dem Ort, wo du bist. Möge uns der Herr Jesus dazu jeden Tag neu Gnade schenken. Ich lese noch einmal Sprüche 16. Die Bahn der Rechtschaffenen ist darauf gerichtet, sich vom Bösen fernzuhalten. Wer auf seinen Wandel Acht gibt, behütet seine Seele. Und ich möchte schließen mit einigen Worten, die man gerne auch beten darf. Da heißt es, danke, Herr Jesus, oder danke, dass du mich erlöst hast. Danke, du hast mir meine Schuld vergeben. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du in mir wohnst. Danke, dass du täglich bei mir bist. Danke, dass du mich leitest, führst und hältst. Danke, dass du zu mir sprichst durch dein Wort. Danke, dass ich im Gebet mit dir reden darf. Danke, dass du mich immer wieder stille machst. Danke, Herr Jesus, dass du mir Weisheit schenkst. Danke, du gibst Kraft, Gelassenheit und Geduld. Danke, dass du die Tragkraft schenkst zur Veränderung oder die Tatkraft schenkst zur Veränderung. Danke, du gibst Entschiedenheit zur Hingabe. Danke für deinen Heiligen Geist in mir, die Kraft zu einem Leben der Heiligung. Danke, Herr Jesus, dass ich dich erwarten darf, vielleicht noch heute. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen Gottes Segen. Werden wir Männer nach dem Herzen Gottes. Amen.